Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game und zwar mal Unlimited Pleasure. Gleich vorweg, nur mal ganz kurz, ich spiele hier heute die Version 4. noch was. Also eine ältere Version, die Stable Version im Moment. Es gibt die von Unlimited Pleasure, die Version 0.9.9, ist auch public. Problem allerdings an der Version ist das, dass die nicht funktioniert. Es gibt dann ein Problem. Ich habe da auch schon in dem Forum ein bisschen nachgelesen. Der Entwickler weiß auch schon Bescheid. Entwickelt wird das Ganze übrigens von Wivestone. Der Entwickler weiß schon Bescheid. Und der behebt die Bugfixes auch. Aber dann erst in der nächsten Version, in der 1.0, werden diese ganzen Bugfixes behoben. Ihr kommt meistens nicht über das Tutorial hinweg. Den Prolog, besser gesagt. Den Prolog kommt ihr nicht drüber hinweg, weil dann kommt hier ganz viele, ich lese hier gerade auch mal, dass eben halt Opening Prologue, Line, bla 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 bla, dann kommen eben halt ganz viele Code Errors und sonst was alles. Und wenn ihr die ignoriert, kommt ihr einfach wieder ins normale Play-Menü zurück. Ah, das ist halt bekannt. Deswegen spiele ich heute die ältere, die Stable Version von dem Game. Und da ich die auch schon kenne und auch schon gespielt habe, kann ich euch hierzu auch was erklären. Ich habe auch schon die neue Version gespielt und es ändert sich einiges, weil es wurde ein Remake mal so gesehen davon wieder gemacht. Also das ging nur bis zur Version 4.5, glaube ich, ist das nur, die wir jetzt gerade spielen. Danach hat der Entwickler sich gedacht, er wollte einen Refresh machen, hatte auch eine neuere Version davon rausgebracht. Ab dann ging es dann eben halt in diese neue Version, also das sieht man schon gleich auch, deswegen wundert euch nicht, es sind zwei unterschiedliche Versionen von Unlimited Pleasure auf dem Markt. Die neue allerdings gerade im Moment im Bugfix-Modus. Es ändert sich einiges, ich werde dazu nochmal ein Video machen, wo ich dann eben halt die neuere Version von Unlimited Pleasure vorstelle. Habe mich aber dazu entschlossen, dieses Mal die Stable Version zu nehmen, also die stabile Version, die auch läuft, zu nutzen und sie mit euch zusammen zu spielen. So, weil ansonsten wären wir hier die ganze Zeit, hätten wir gucken können, dass es dann eben halt nicht läuft. Und das ist ja auch ein bisschen schade, leider. So, wir starten einfach mal direkt das neue Game. Das alleine schon, wie gesagt, der Prolog ändert sich schon komplett. Also wundert euch nicht. Es gibt, wie gesagt, zwei Versionen. Was nennen wir blau? Wallpaper Unlocked und der Prolog hier ist ganz komplett anders. Also wundert euch nicht. Ne? Also es geht, das ist jetzt die ältere Version. Die neuere werde ich dann nochmal nachbringen. Aber für Leute, die es jetzt gerne mal spielen möchten und die Lust haben auf Unlimited Pleasure und sich dann darüber ärgern, dass die neue Version nicht funktioniert, empfehle ich euch einfach, die Stable Version runterzuladen und die erstmal zu spielen. Es wird sich zwar einiges ändern, gerade was im Content nachher ein bisschen angeht, aber hier in der Version werdet ihr schon ordentlich Spaß entwickeln und ihr könnt auch schon mal reingucken, ob das Spiel überhaupt was für euch ist, ob ihr überhaupt Lust habt auf Unlimited Pleasure. Ist mal wieder so ein bisschen was Spezielles. Big Booty Land, sage ich mal gerne so. Aber ist ganz okay. Ne, es macht schon Spaß, ist schon ganz okay. Auch hier Mom, die kommt nachher in der neueren Version viel öfters zur Geltung. Ne? Also, das ging bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann. Aber es ist schon viel Content drin, also wundert euch nicht. So, alles weckt uns erstmal auf. Ihr werdet dann auch merken, wenn ich die Stable-Version habe, was sich da alles dran geändert hat, das kann ich euch dann alles dann ganz locker erklären. So, wir werden erstmal wachgeküstet. Meine Güte, Mom, bei dir läuft der BH aber ordentlich rund. Storytelling zu Unlimited Pleasure ist okay. Ich denke mal, der Entwickler war nicht zufrieden gewesen, wie der Anfang und dies und alles aufgebaut ist und hatte sich was überlegt, neu zu machen. Und deswegen auch die komplette Story nachher auch umgeändert teilweise. Aber es ist trotzdem sehr okay geworden, ne? Muss ich sagen. Also beide Versionen, denke ich mal, werden gut sein. Diese jetzt hier, die wir jetzt gerade spielen, ist halt so gesehen auch geil. Es macht Spaß. Vor allen Dingen, ihr bekommt ein Feeling für Unlimited Pleasure. Was ist da los? Ihr werdet auch sehen, vieles wird auch sein, dass Skipped Past ist, also dass Vergangenheitssachen so auftauchen. Es ist ein Dating-Game, kann ich gleich schon mal vorweg sagen. Jo, da kann ich bestimmt nachher irgendwann wieder mal ein
Streaming übersetzen, wa? Unlimited Pleasure. Läuft. Let's durch. So, wir haben hier Bianca, Pornostar. Läuft. Das ist sehr schön. Elena ist die Teacherin, da kann man ja mal die Charaktervorstellung schon mal haben. Normalerweise würde jetzt die Musik laufen, warum sie auch immer nicht läuft, ist auch egal. Kate ist unsere beste Freundin. Dann haben wir hier, das ist The First Love. Später wird sie dann eben halt zur, wie heißt denn das? Pimbonan. Zur, was ist sie jetzt? Oh Mann, Nursery. Ja, die passt halt auf uns auf. So, die kocht für uns, macht für uns, tut für uns. So, das waren also erstmal die ersten, die man hier so vorstellen konnte. Man kann auch nachher eine Library freischalten. Und dann beginnt das ganze Spiel eigentlich erst richtig. Wir kriegen noch ein bisschen Blablabla zu hören und ein paar etwas. Jetzt kann ich aber skippen hier. Jetzt kommen wir ja nie an Land. So, ihr müsst euch vorstellen, in jedem Raum habt ihr das so gesehen, dass ihr Notebook, Take Nap, Waste Time, Masturbate und Leave the Room macht. Geld verdient tut man an zwei Sachen. Zeige ich euch später einmal hier am Notebook. Können wir das schon zeigen. Am Notebook könnt ihr über das Internet könnt ihr Work machen. Dann würdet ihr ein bisschen Geld verdienen. Es gibt aber auch eine andere Option, die ich euch aber leider nicht so ganz zeigen kann. Die findet ihr dann bei, wie heißt der, Pornostar, dieser Tante, da findet ihr das. Dort könnt ihr dann mit den Fotoshootings auch Geld verdienen. Müsst ihr nur ansprechen. Das geht eigentlich relativ schnell, dann könnt ihr Fotoshoots machen und dann müsst ihr da immer auf die Fotos schießen. Ihr könnt 100 Fotos insgesamt davon ihr machen, das geht in so einer Sache durch. Ist ganz nett gemacht worden und ihr bekommt dann eben halt pro Foto $1 und verdient euch da auch so eine ganz schnelle Nase. Geldthema ist hier also Geld bekommen ist hier nicht das große Problem. Ne? So viel schon mal sei vorweggemerkt. So, wir liefen einfach mal den Room. Und wir liefen das Haus, weil hier in den restlichen Zeichen können wir nicht viel machen. Im Wardrobe können wir noch eine Klamotten ausrüsten. Im Kitchen ist bisher noch niemand, außer Inspector. Wir können das inspekten. Dann bekommen wir so ein Foto, Wallpapers, kleine Wallpapers gibt es hier noch mit extra mit dazu. Und ihr habt ein Zeitfenster. Das baut sich aber nicht in Stunden auf, sondern das baut sich morgens, mittags, abends und nachts auf. Und es gibt dann eben halt weiter, wenn ihr entweder selber auf Timeskip macht oder ihr halt verschiedene Interaktionen macht. Wie zum Beispiel bei Melissa das Haus, da gehen wir gleich als erstes hin. Kate ist zum Beispiel auch dabei. Garage, Church, Shop, Elenas Haus, könnte ich euch dann auch mal, nur bei Bianca ist ein bisschen sehr offen. Ne? Wir gehen aber erstmal zu Melissa, weil das wird, denke ich mal, vielleicht auch am besten eure erste Startposition sein, um das Spiel ganz gut kennenzulernen. So, Melissa, 38, sieht, wie ihn sauber aus, läuft bei ihnen ganz gut rein. Charaktermodels kennt man teilweise schon, aber doch schon ein bisschen überarbeitet, also es ist okay. Das Game-Feeling kommt gut rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen sage ich ja, spielt vorab erstmal die 4.5-Version. Dann seid ihr euch erstmal schon sicher, ob das erstmal überhaupt was Richtiges für euch ist. So, ihr seht schon hier oben, ihr habt einen Love- und Lust-Balken. Ihr seht noch nichts, kein Foto, kein gar nichts. Das kommt später im Verlauf des Spiels dazu, wenn ihr dann mehrere Damen kennenlernt. Ihr steigert das Ganze, ja, Tales of Nostalgie. Da kommen wir jetzt zu den Rückblenden ein Jahr früher. Hier wird jetzt die Rückblende geschaltet für ein Game. Wir machen aber mal, es gibt das Flashback. So, weil, könnt ihr euch selber angucken. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das nachher noch so viel Relevanz für das neuere Game dann enthält hat, aber ich, guckt es euch an, ist sehr interessant. Hatte einiges über die Charakter, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben, wie es überhaupt zu dem guten Verhältnis und bla und blub und alles kommt. Finde ich aber ganz schön, dass sie es mit eingebaut haben. Aber ich glaube, der Entwickler war damit nicht so ganz zufrieden, deswegen, wie gesagt, hat das alles nochmal über Bord geworfen und eben halt nochmal komplett neu gestartet. Trotzdem, nettes Spiel, kann ich echt nur empfehlen für Leute, die Bock haben, noch sowas ein bisschen zu spielen. Ja, die sabbert euch auch gleich komplett die Zunge weg, ne? Dabei schmeißt du noch das ganze Geschirr runter. Ich hoffe, sie räumt es auch noch auf. Wenn der Sabberfaden von ihrem Mund verschwunden ist.
Meine Güte, ey. Läuft bei dir echt gut. Ja, nochmal rein, das Ding. Training ist die beste Alternative dafür. Wir wollen ja nicht, dass die, dass der Kiefer irgendwie am ganzen Rumsabber nachher nur laut rumknackt und nicht mehr funktioniert. So, wir gehen nochmal in die Kitchen. Da ist sie jetzt nochmal. So, dann kann ich euch das hier mal ganz kurz zeigen. Ihr seht, ihr habt Laufbalken schon gleich voll hochgeschossen. Jetzt kommen wir zu einer Art Interaction-Balken. Talk with Melissa. Da kann ich euch jetzt mal ungefähr auch ein bisschen was zeigen. Erstmal möchte sie uns... Ihr habt jetzt zum Beispiel die Sache Invited to Date. Das wird am Anfang nicht klappen, weil ihr den Love-Balken nicht so hoch hat. Fast Orgasmus, Service und sowas alles. Das erklärt sich, denke ich mal, von selber. Ihr solltet erstmal den Love-Button hochbekommen. Danach geht es über den Lust-Button. Den könnt ihr dann am Abend im Zimmer bei ihr dann durchknattern. Ihr habt Diner ist die erste Option, die ihr bei Melissa auf alle Fälle wählt. Ihr geht in den Diner und steigert damit ein bisschen den. Das ist egal, was ihr euch übrigens hier auswählt. Das ist scheißegal. Ja, und steigert dadurch die Love-Aktion nach oben. Ihr seht, Interest bei 3 steigt dann hier auch an. Am Abend hättet ihr noch bei Melissa noch im Room. Könntet ihr dann noch weiter hochsteigen? Könntet ihr die Lust hochsteigen? Das ist jetzt bei Melissa schon der Fall, möglich bei anderen noch nicht. Ich werde jetzt mal ganz kurz nach Hause bei mir in meinen Room gehen und werde mal anfangen, ganz kurz etwas Money zu regenerieren. Also worken. Yes, please. Und wir bekommen $18, ist also nicht viel. Die Fotosession mit hier unserem Pornostärchen, das funktioniert auf alle Fälle dreimal besser. Hätte ich euch jetzt schon versprechen. Aber wir haben schon mal die erste Kohle am Land. Und der Shop ist hier bei Bella, bei Sister Bella. Ihr Charakter ist jetzt auch unlocked. Ihr seht doch, hier an den Seiten sind Fotos. Da möchte ich mal auch mal aufklicken. Oh Gott, hier. Ihr seht, wer alles hier noch mit dazu kommen wird. Für die ersten Sachen kommen noch die drei, die Elena, die beste Freundin und ihr Pornostar hier mit zu und noch zwei extra Contents noch mit dazu. Ihr habt hier auch ungefähr so eine kleine Diary-Info, was hier als nächstes kommt. Invited to Date. Wenn ihr mal über irgendeiner nicht weiterkommen solltet, seht ihr hier genau, was ihr so alles noch zu tun habt. So, hier könnt ihr dann den Einkaufsladen machen. Erstmal natürlich schleppen wir Boxen hoch. Das muss ja erstmal sein. So, und wir können hier Accessories oder Gifts holen. Gifts sind eine schnelle Idee, wenn man nachher ein bisschen Geld zusammen hat, um den Laufbalken ein bisschen weiter hoch zu putschen. Bis zu einem gewissen Punkt, dann müsst ihr eben halt eine von diesen Sachen machen, wie zum Beispiel sie auf ein Date mitnehmen oder irgendwas anderes, was euch dann eben halt davor kommt. Davon werdet ihr aber auch, kriegt ihr aber auch mit, was ihr dann dort machen sollt. So, das haben wir auch. Am Bungalow ist meistens immer das, dass dort immer dann die Sachen, die Dates stattfinden. Im Bungalow, am Hot Spring. Wir gehen mal zu Kate. Wir klopfen mal an Kates Tür. Und wir werden hier auch gleich mitkriegen, dass Kate da ist. Und Kate ist unsere ehemals beste Freundin oder unsere beste Freundin, Kindheitsfreundin, glaube ich, wird sie hier genannt, ne? Genau. Ihr seht hier schon Status Toilette, dass sie eben auf dem Klo ist. Schön für sie. Es kann passieren, dass die Bilder nicht automatisch rüberschwingen. Dann müsst ihr gleich etwas machen. Das mache ich gleich nochmal. Shopping Mall. Ich skippe das gleich wieder weg. Na, das hat ja jetzt. Das könnt ihr euch, die Flashbacks könnt ihr euch mal selber angucken. Sind manchmal ganz interessant. Wie gesagt, und sie erklären vor allen Dingen auch, die Beziehung zwischen euch und den Charakter, den wir gerade hier sehen. Das ist gut gemacht, wie gesagt. So ist es nicht einfach so, oh, ich bin in die Welt geworfen und oh, ich kann dich kennen und dann geht's los und dies und das alles. Nein, es wird schon, also besser gesagt, es gab schon einige Ereignisse, wobei die sich kennengelernt haben und ja, dann eben halt so auch, ja, kennengelernt haben. So, jetzt sagen wir mal so, wir sind bei Kate. Macht sie Fitness gerade? Nein. Jo, Bikini können wir mal inspekten, ne? So, morgens, die hat auch gewisse Zeiträume. Die ist jetzt gerade auf dem Klo, schön für sie. Wo ihr dann eben halt hingehen könnt und mit ihr trainieren könnt. Ich will jetzt aber wissen, was Melissa gerade macht. Normalerweise,
dauert immer ein bisschen, bis man da umklicken kann. Ihr geht jetzt auf Back und ihr geht jetzt auf Melly oder Melissa. Und dann habt ihr Melissa hier wieder ausgewählt und ihr seht, sie ist in Status Kitchen. Ne? So kann man das ungefähr ein bisschen raus. Ihr müsst ein bisschen länger kurz mal raufklicken, dann funktioniert das auch. So kann man sich dann auch ein bisschen die Characters nachher selber zusammenbasteln und sieht, wie weit man im Fortschritt dabei ist. Wir können jetzt zum Beispiel wieder in die Küche gehen zu Melissa, weil Melissa ist nachmittags eigentlich mehr was mit der Küche zu tun und wir holen uns nochmal einen Diner ab. Dann machen wir hier Fleisch auf dem Tisch. Medium Raw. Boah, sieht gut aus. Und wir steigern wieder Entrance. Läuft halt alles so und ist gar nicht mal so schlecht. Visit Stella Nera gibt es hier dann auch noch. Einige Bereiche werden nachher freigeschaltet. Je länger man das Spiel spielt und je mehr man vorbei bei einigen. Weil 1, 2, 3, 4, die 4 hier auf alle Fälle. Das sind die Anfangscharacters, die ihr nutzen solltet. In Shirts können wir nochmal Tomorrow nochmal rein. Da gibt es aber im Moment nicht viel, glaube ich, auf der Version. Ne? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Müsst ihr auch mal selber nachgucken. Soweit habe ich es dann jetzt auch wieder nicht mehr gespielt. Und es ist schon einige Zeit her, dass ich es soweit gespielt habe. Da war es aber noch ein bisschen früher in der Version. Habe das Spiel schon länger zeitig mal auf dem Schirm gehabt. Habe dann aber, als die Umstellung gekommen ist, mir dann so gedacht, okay, lassen wir das mal. Oh, es ist Nacht. Stimmt, wir brauchen beim Nacht das Haus nicht verlassen. Sorry. Wir gehen sleepen. Mehr brauchen wir nachts nicht machen. So, Wednesday, Tag 3. Rise and Shine. Neue Aktion zu unternehmen. So, Church, glaube ich, können wir auch rein. Enter the Church. Da lernen wir dann nämlich die Church-Damen kennen. Und dann bringe ich die auch nochmal hier mit rein. Alter, sehen so ein bisschen aus wie die Schwestern aus Assassin's Creed, ey. Quatsch, Assassin's Creed. Mann, Hitman. Den wollte ich mir hier unbedingt anlegen. Ach nee, jetzt geht das mit der Teacher-Tante schon los, oder was? Bitte lass mich hier nicht cutten. Ach nee, das ist nur so ein Zusammenspiel. Warum? Ah, okay, das ist auch so ein bisschen... Ja, okay. Ey... Jetzt haben wir nicht den Finger. Geht ja gar nicht wieder hier. The last day of the school. Also alles hat so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich da gleich irgendwo... Wenn ich einen Cut gesetzt habe, tut es mir leid, dann kam ein Cut. Ah ne, wir skippen einfach die Flashbacks. Komm, wir machen die Flashbacks weg. Guckt euch das selber an. Wie gesagt, die Version funktioniert stable. Die könnt ihr euch gerne reinpfeifen. Ach, die sind jetzt Schwestern geworden. Prostmahlzeit aber auch. Schwestern mit großen Aussichten, würde ich sagen. Mit viel Stauraum fürs Kruzifix. Ja, genau. Bei welchen Schwesternbund sind denn die? Holla die Waldfee. Gehst du mal in die Kirche und triffst so welche? Uiuiui. Ich glaube, dann bist du in der richtigen Kirche angekommen. Oh my goodness. Dann schreist du aber wirklich, lobe den Herrn. So, wie gesagt, hier bekommt ihr dann Sophia als Charakter. Das ist dann Nummer 5. Und wie gesagt, einige Spezialcharakter kommen dann eben halt noch, ne? So, ich glaube, die müssen wir jetzt auch anwählen können, ne? Sophia? Ne, ist nicht drin. Okay. Im neueren Teil sind zum Beispiel noch ein paar neue. Was macht der da? Wo krabbelt der eigentlich gerade rum? Wo krabbelst du? Ach, endlich hast du ihn gefunden. Du hast bestimmt zwei riesengroße Lichtschalter aus Versehen in der Hand gehabt. Oder bist immer vom einen großen Lichtschalter zum anderen großen Lichtschalter und hast immer die immer schön fleißig gedrückt, aber nichts ist passiert, außer ein komischen Geräusch. Aber sonst blieb das alles dunkel. So, das natürlich jetzt mal wieder Beichte ablegen. Ich hab gebeichtet. Ich hab gebeichtet, ich bin in die Kirche gegangen. Selten mal gebetet. Mal wieder. Kann ja wohl nicht sein. Preiset mich, lobet mich. Und, Gottes Willen! War wohl schon lange keiner mehr in deiner Kirche gewesen, dass du dich so auslabern musst, wa? Junge. Das ist ja ein Text, da kannst du ja einen halben Roman von schreiben hier. Oh, Schwester Sophia, ich bin jetzt mal langsam durch hier. Hau das Ding da draus und gut ist. Meine Fresse.
So. Mensch, das geht ja immer weiter hier. Naja, ihr seht, es ist auch genug Text dabei zum Lesen, ne? Aber ist gar nicht mal so schlecht, finde ich nicht übel. Na, wie gesagt, jetzt klar für ein Vorstellungsvideo ein bisschen unpassend gerade, dass ich den langen Text aktiviert habe. Aber hier, daran sieht man jetzt auch mal, dass man so ein bisschen auch an Hintergründen gearbeitet hat. Was ich ein Spiel eigentlich nicht nachtragen kann. Ich finde es eigentlich immer sehr interessant, wenn, warum zum Teufel hast du... Das glaube ich. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Wir kriegen jetzt die Beichte und die Abstinenz. Und ja, ich denke mal auf diesem Weg, ich habe jetzt 20 Minuten in den Game gelabert, bevor es zur Beichte kommt. Hallo, die muss, ne, muss abgenommen werden. Das war Unlimited Pleasure. Hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wie gesagt, spielt es selber mal. Ich werde auch, wie gesagt, die neuere Version von Unlimited Pleasure auch nochmal spielen, wenn sie stable ist und es nicht mehr so viele Bugs und sowas alles gibt und man das Spiel spielen kann, werde ich das definitiv auch machen und werde das dann als neue Version eben halt nochmal anzeigen. Na, das hier ist jetzt, wie gesagt, die alte und dann als neue Version. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, schöne Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.